Nils Butzen schnürte 10 Jahre lang die Stiefel für den ersten FC Magdeburg. Über die Station Rostock ging es jetzt in die Mannschaft von Joe Enox, der auf Ronny König in der Startelf verzichtete. Gomez und Baumann bekamen den Vorzug. Rein ins Spiel, die Zwickauer in den roten Trikots. Magdeburg, der Tabellenführer, zu Gast und direkt tonangebend. 7. Spielminute, Jason Cheka ist das. Er wagt das Tänzchen, gescheite Flanke, guter Kopfball. 1:0 für den ersten FC Magdeburg. Es ist bereits das 10. Saisontor für die Magdeburger in der Anfangsviertelstunde. Für Torschütze Schuler ist es Saisontreffer Nummer 9. Das sind herausragende Werte. Und die Gäste, sie machten direkt weiter mit dem offensiven Feuerwerk. Krem Picky setzt sich durch auf dem Flügel und erspäht Barış Artık. Aber Brinkis aufmerksam mit dem Fuß. Kann er das 0:2 schon früh im Spiel verhindern? Auch dieser Treffer, er wäre in die Anfangsviertelstunde gefallen. Die Magdeburger, sie sind deutlich besser aus den Startlöchern gekommen als die Sachsen, von denen nach wie vor nicht viel Offensives kommt. Wieder ist es Magdeburg mit Malachowski und dann Schuler mit dem Kopfstoß. Fast der Doppelpack von Lukas Schuler, aber Brinkis pariert sehr, sehr stark und kann den Einschlag verhindern und damit das 0:1 nur auf der Anzeigentafel zu lesen in Zwickau. Die in der 42. Minute das erste Mal gefährlich in die gegnerische Hälfte kamen. Göbel auf Nils Butzen. Baumann ist das, der lässt wieder frei für Butzen und der Ex-Magdeburger mit der ersten ernstzunehmenden Gelegenheit. Fast eine Halbzeit lang hat es gedauert. Dieser erste Durchgang, er ging an die Magdeburger, die allerdings nach der Doppelchance früh im Spiel auch nicht mehr so viel Offensives zustande bekamen. Christian Tietz weiß aber auch, das 1:0 für seine Mannschaft, das ist definitiv kein Ruhekissen. 7-mal haben die Zwickauer nach Rückstand noch punkten können in der laufenden Spielzeit. Und sie kommen gut rein in Durchgang Nummer 2. Der umtriebige Dominik Baumann mit einer Flanke, die zunächst einen Abnehmer verfehlt. Aber Maximilian Jansen hat dann viel Platz. Das war eine gute, eine aussichtsreiche Schussgelegenheit für den Mittelfeldmann. Solch eine herausgespielte Chance haben wir im ersten Abschnitt gar nicht gesehen. Die Magdeburger jetzt zunehmend unter Druck. Gomez ist das und abgefälscht landet der Ball. Über Göbel gespielt bei Butzen. Nils Butzen! Der Ex-Magdeburger mit einem Abschluss, aber Burger hält den Stiefel noch rein und das war auch notwendig. Der wäre sonst gefährlich Richtung Kasten geflogen. Der knappe Vorsprung der Magdeburger, er wackelt. Der Tabellenführer, er muss mal wieder was in der Offensive tun. Krempicki dann auf Barış Artık und der bittet zum Tänzchen gegen Chicora. Prima vorbeigelegt, aber dann der Abschluss. Der misslingt ein wenig, trotzdem eine tolle Aktion von Barış Artık. Da sieht man dann eben auch den Unterschied in den einzelnen Personalien. 82. Spielminute, vielleicht nochmal eine Standardsituation. Göbel ist das, der findet keine Mitspieler, aber dafür übernimmt der Verteidiger, der Magdeburger. Der Ausgleichstreffer nicht von Davy Frick, sondern von Corbinian Burger. Er köpft den Ball in die eigenen Maschen. Und wenn man sich die zweite Hälfte in Gänze anschaut, dann geht dieser Ausgleichstreffer auch in Ordnung. Natürlich etwas glücklich, aber Joe Enox freut sich über ein Remis. Ja, wenn man gerade die zweite Halbzeit sieht oder gerade auch der zweite Teil der ersten Halbzeit, dann denke ich, dass das Unentschieden gerecht ist, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass es vielleicht nach 20 Minuten auch 2-3-0 stehen kann. Insofern haben wir uns zurückgekämpft und uns den Punkt am Ende verdient. Also die haben uns angelaufen, die Achterräume waren immer frei. Wir haben nicht mehr schnell Fußball gespielt, sondern haben uns von dem Stress anstecken lassen, haben nicht mehr klar positioniert, haben auch nicht mehr die Positionswechsel drin gehabt. Aber trotzdem hat Zwickau natürlich im Anlaufverhalten sehr gut und aggressiv gemacht. Damit ist die Hinrunde jetzt auch komplett. Der erste FC Magdeburg erthront souverän ganz oben, hat 41 Punkte und spielt am Sonntag gegen Mannheim vor heimischer Kulisse. Auf Seiten der Zwickauer kann man sagen, 11 Punkteteilungen und am Ende 23 Punkte. Das ist eine ordentliche Vorstellung für die Sachsen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.